Ja, so, wir haben auf jeden Fall Kapitel 2, glaube ich, jetzt überlebt. Das heißt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wie gesagt, ich weiß das ja schon durch die Trophäen, meine Frau ja auch schon errungen hat, dass Kapitel 3 jetzt die Küche sein müsste. Und ja, das sieht schon mal nach einer Küche aus. Kann ich hier irgendwie gucken? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut, dann werden wir mal schauen, was uns hier erwartet. Abgefallener Schinken wahrscheinlich. Hey. Wahrscheinlich eher so in der Mitte. Ah, zack. Auf geht's mit der Achterbahn. Oh, guck mal da oben. Das ist wahrscheinlich der Koch gewesen. Oh, ich werde jetzt noch weiter mit dir fahren. Durfte ich nicht? Schade. Gucken wir mal. Hier sehen wir auch nicht wirklich etwas. Was, dass wir schon wieder Hunger kriegen? Das ist jetzt in jedem Kapitel? Da habe ich, glaube ich, eine Rattenfalle gehört oder so. Vermute ich, dass wir hier liegt auch schon eine. Ja, ist doch gut. Wenn du weiterlaufen würdest, würde ich dir auch was zu essen besorgen. Echt jetzt? Muss die Ratte fressen? Ja, du musst was tun, wenn ich Knöpfe drücke. Na, na, na! Boah, du frisst dich doch jetzt nicht. Alter, kannst du dich lebendig fressen, Mädel. Entspann dich. Okay, jetzt dreht die Kleine auch schon mittlerweile durch hier. Was? Ich meine, gut, wenn die in so einem Traum gefangen wäre, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann durchdrehen. Ist ja nicht gerade nett. Aber hier liegt überall Schinken. Warum musste sie jetzt die Ratte übelst hinrichten? Fand ich jetzt nicht schön. Kann man das umwerfen? Sieht so aus. Na los. Alter Verwalter, ey, da frisst sie das Ding einfach lebendig. Ey, wie so ein Vampir. Oder Zombie eher gesagt. Okay, will ich da jetzt durch? Ich muss es. Wahrscheinlich. Moment, Mädel. Ah, okay, gut. Nee, muss ich. War schon richtig, sorry, ich habe nichts gesagt. Schief habe ich das. Habe ich da trotzdem durch, ja, ne? Ja. Ich würde da schon jemand die Messer wetzen. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay. Ich gehe einfach mal weiter, mal sehen. Oh, guck mal, hier ist ein Durchgang. Bin ich fast dran vorbeigelaufen. Wow.
Was ein hässlicher Küchenchef. Kollege, du bist ja hässlich wie die Nacht, Alter. Das ist ja... Oh, oh. Ich denke mal, dass der mich nicht sehen darf, ne? Das ist die Frage. Laufen wir oder sieht er mich jetzt wegen den Tellern nicht? Ich glaube, ich warte einmal, bis der sich wegdreht. Besser ist das. Ein Stück Fleisch und dann dreht er sich eh weg. Boah. Natürlich. Natürlich geht er jetzt auch runter. Wie sollte es... Bah. Echt jetzt? Der mich, Alter, der dreht ja völlig frei, der Kollege. Relax, mein Freund. Was ist das? Er sollte jetzt ja nicht so besonders gute Ohren haben wie der andere Kollege, ne? Er kann ja sehen. Oh, da ist noch ein Zwerg. Aber da läuft ja bestimmt gleich wieder weg von mir, oder? Alter, was macht der für Geräusche? Ich möchte den Fisch nicht essen, glaube ich. Den Wichsgriffeln, die er da rumspielt. So, gehst du jetzt auch nochmal woanders hin oder nur hier hin und her? Okay. Oben ist eine Lampe. Hier ist ein Schloss, das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Ich habe jetzt explizit keinen gesehen. Aber auch nicht wirklich drauf geachtet. So, ich kletter mal hier hoch, weil da ist ja eine Lampe. Wenn ich es denn gebacken kriege. So, oh, oh, oh. Ich glaube, nur aufpassen, dass ich hier nicht Lärm mache. Brett sieht ja so aus, als wenn ich hier ran kann. Was ich gar nicht schlecht finde. Muss ich nicht da unten weiter. Ich glaube, da komme ich nicht vorbei. Da ist ein Balken. Da laufen wir mal weiter hier lang. Bitte. Okay, das heißt... Oh. Er hat mich gesehen wegen dem Licht, aber er kommt natürlich hier nicht hoch, weil er ist fett. So, mein Freund. Spann du dich mal da unten. Ich bin nur eh schon gar nicht mehr in deinem sicheren Feld, oder? Große Presse, wo komme ich da drüben irgendwie hin? Sieht so aus, als hätte ich da irgendwie was. Nee, nicht. Was ist das denn für ein Scheißhaus? Es ist ja, man hätte sagen können, es ist für ultra fette Menschen. Die setzen sich mit beiden Arschbacken drauf, aber dann kacken sie ja dazwischen. Also das kann es ja auch nicht sein. Das ist ja strange. Und ich weiß es auch nicht.
das jetzt eine gute Partnertoilette ist, ob ich mit meiner Frau jetzt vielleicht wirklich so nah beieinander sitzen möchte, um erstmal schön einen abzuseilen. Keine Ahnung. Machen wir nicht so einen Alarm. Ja. Kommen wir nicht durch. Da hinten höre ich schon wieder was atmen. Machen wir ein bisschen leiser. Oh, es knirscht und knarscht. Hier liegt noch so ein fetter Typ. Ich weiß es nicht, ob es eine gute Idee ist, Licht anzumachen, aber. Okay, da ist ein Schrank. Hat mich gehört, glaube ich. Aber er haut ab. Das ist schon mal gut. Oh. Da hoch? Das nicht mal so tief war? Geht alles. Was ist denn der? Ist das wirklich abgehauen? Und ich frage mich manchmal, wo ist der Zwerg schon wieder hin? Der ist doch hier. Der muss doch hier irgendwo. Ah, guck mal. Ah, Schlüssele. Ah, wo ist der Zwerg? Aha, geil. Ich schaukel mal den Schlüssel eben hier runter. Das wird wahrscheinlich tierisch Lärm machen. Was ist denn der Kollege? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er weg ist. Scheint ja doch, ne? Keine Ahnung, wo der Zwerg jetzt ist. Ich renne jetzt hier einfach mal, mit Pech steht er gleich vor mir und zermalmt mich. Ach guck mal, da kann ich durch. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Marschall? Ah, jetzt bin ich glaube ich wieder in der Küche. Ich habe wieder einen Zwerg gesehen. Haha, geil. Was? Was? Sah das jetzt so aus, als hätte er mir noch das Genick gebrochen oder ist das, hat er einfach nur Zuckung gehabt? Eieiei. Also mit den Zwergen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, das habe ich schon mal bei meiner Frau gesehen, dass man die haggen kann. Und deswegen wusste ich das schon. Deswegen versuche ich die immer zu fangen.
Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, was es mir bringt. Aber, ey, guck mal, fuck, wo habe ich denn jetzt den Schlüssel? Mist. Ah, da liegt er. Boah. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der weg ist. Hat sich irgendwie eine Ofentür angehört. Ich tippe jetzt einfach mal, dass er unten ist. Und wahrscheinlich sind sie jetzt ja auch zu zweit. Außer der andere ist kacken gegangen. Kann natürlich auch sein. Wieder noch zwei Zwerge. Ich sehe jetzt keinen zweiten. Okay, er geht da oben rum. Wo ist der hin? Okay. Ich glaube, er war weg. Mir nach? Nö, scheint nicht so. Kann ich da ranspringen? Scheint auch nicht so. Mal lieber ab. Geil, eine Luke. Oder was heißt eine Luke? Ich glaube, das ist so ein Fahrstuhl für irgendwas. Okay, da kann ich mich ranhängen. Das kann ich bewegen. Kommt nichts. Da hinten ist eine Luke. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier und dann fällt was runter. Schinken. Okay, das wird wohl nicht reichen. Hier Wurst gemacht. Da wird die Wurst gemacht. Okay, das ist ja was anderes. So, auch da. Man kann die Luke sogar benutzen. Das ist ja auch irgendwie cool. Mhm. Kann man den bewegen? Sieht ja genauso aus, wie der Schinken, der runtergefallen ist. Oh ja. Das heißt, der muss wahrscheinlich da, auf diese Klappe. Was ist hier? Oh, eine Lampe! Und so eine Mutti hier. Noch irgendwas? Noch so ein Ventilator. Ja, ein Zwerg. Aber wie komme ich an den ran? Der ist sich aber versteckt, der Kleine, wa? Frage, wie komme ich an den ran? Muss ich dafür nur irgendwas tun oder? Muss ich auf diese Maschinen springen? Eigentlich kommt er doch immer dahin, wo ich die Lampe angemacht habe, oder nicht? Also oft. Oder ist er schon tot, weil die Ratte nagt da ja auch rum, ne? Aber nicht direkt an ihm. Ach, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch zu blöd.
So, Freunde der leichten Unterhaltung, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch gefallen, was ihr gesehen habt und ihr möchtet nichts mehr verpassen? Dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst mir doch nochmal ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und ich sag bis denn dann.